Moin Moin und willkommen zurück bei Hacknet. Ich habe ein bisschen hin und her gespielt. Ich habe jetzt den Sound wieder mit drin. Ich fand das in der letzten Woche ein bisschen zu trocken ohne die Musik. Ich hoffe, ich habe eine gute Lautstärke gefunden. Wenn das zu viel des Guten ist, schreibt das gerne mal in die Kommentare rein, damit ich das gegebenenfalls ein bisschen abändern kann. Okay, wir hatten unsere erste Mission entgegengenommen vom Contracting-System von Entropie. Ich habe jetzt irgendwie gerade noch eine Mail gekriegt. Also erstmal das. Das XC-Projekt braucht unsere Unterstützung. Interne Angelegenheit. Wir sollen ja uns irgendwie ein Tablet angucken. Und auf dem Server sollen angeblich die Sachen drauf liegen. Und wir sollen auf dem System eine Datei finden, die wohl eine Untersuchung wert wäre. Und zwar. Hefte ID marked at the top like this, bla bla bla. ID we're after. Okay. Also wir suchen nach dem Pfeil mit der ID. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mal die 1. Okay. Dann haben wir noch was bekommen. Das hat man gerade schon gemacht. Wer weiß, warum wir die nochmal bekommen haben. Könnte ein Bug sein oder so, ich weiß es nicht. Okay, wir wenden uns mal der Sache hier zu. Und zwar haben wir hier wohl einen Server und den nehmen wir uns jetzt mal vor. Also, okay, erwartungsgemäß Proxy geschützt. Das heißt, wir brauchen wieder ein paar Shells. Da haben wir auf. Entropy Test Server. Ach komm. Wenn wir den schon mal haben, nehmen wir ihn mit, ne? So. Und dann geht's wieder los. Zweiter Anlauf. Zack, zack. Und wir bereiten schon mal unseren. Aber wir können auch mal den FTP-Dings ausprobieren. Schauen wir mal, was da passiert. Also wir haben einen neuen Crack gefunden, letzte Folge. FTP-Bounce. Den probieren wir jetzt einfach mal aus. Mal gucken, was da passiert. Also sieht ein bisschen anders aus, das Ganze. Scheint aber ziemlich ähnlich zum SSH-Crack zu funktionieren. Gefühlt ein bisschen langsamer, würde ich jetzt sagen. Ja, wer weiß. Und hinein ins System. Schauen wir mal. Also wir suchen jetzt eine Datei mit der ID 8x1 irgendwo. Gut, X wird es dann wohl sein. Laser Rifle Specs, nicht schlecht. Penetrator. Okay, brauche eine UFO Power Source. Das ist aber verrückter Scheiß, muss ich sagen. So, das nehmen wir einfach mal mit. Vielleicht kann man das ja noch irgendwo verwenden. Okay, war aber noch nicht die Datei, die wir gesucht haben. VP Xenogenetics. So, was haben wir hier? Projekt ID 2113. Okay. Achso, vielleicht habe ich das mit der 1 gar nicht richtig gelesen. Zzt. Müsste gehen, the code to any file you think might be worth investigating. Ah, wir sollen die Codes schicken. Tablet in question. Okay. Okay, okay. Okay, geht es um irgendwelche außerirdische Genetik. Na gut, kopieren brauchen wir es glaube ich nicht. Die spinnt wahrscheinlich einfach mal rum. Bin ich irgendwie rausgeflogen? Ach scheiße, ich bin im Mail-Ding drin. Okay. Haha.
Ja, da wollten wir gar nicht sein. So. Flight Computers. Flight Computers. Lighthouse, okay. Code im Lighthouse. Sehr stranger Kram, kann man zumindest mal sagen. Schauen wir mal nach dem Laser Rifle. Okay, die haben ja wohl auch Lasergewehre. Na, das nehmen wir noch mal mit. Alles klar. Hier ist nur das. So, nachdem das Spiel jetzt abgeraucht war, habe ich nochmal im Prinzip bis hierhin gespielt, weil irgendwie bin ich da stecken geblieben. Also, ich habe die Mission jetzt nochmal geholt und habe mich auch ein bisschen schlau gemacht, was eigentlich von uns erwartet wird, weil irgendwie werde ich persönlich nicht so ganz schlau aus der Geschichte. Okay, wir haben auf jeden Fall die Mission jetzt von der ganzen Geschichte. Wir können uns das System mal angucken. Wir brauchen auf jeden Fall also hier zack eine Shell. Das hatten wir schon den Spaß. So, und wir wollen dann die Kiste hier überladen vom Proxy her. So, also, ich habe mir den ganzen Kram vorwärts und rückwärts und links und rechts angeguckt und ich bin aus der Sache einfach nicht schlau geworden. Schlussendlich habe ich mir mal angeguckt, was jemand anders macht und das werde ich jetzt auch mal ausprobieren, weil ich hoffe, dass dann bei mir das Spiel auch weitergeht und ich den Vertrag erledigen kann. Weil inhaltlich erschließt es sich mir irgendwie nicht. Es ist alles irgendwie ziemlich abgespaceder Alien-Kram. Und ich kann euch dann nur mal das erklären, was ich auch glaube, was irgendwie vielleicht der Grund dafür sein könnte. Wie gesagt, nachdem ich es irgendwie probiert hatte, war es broken. Also ich kam gar nicht mehr weiter und musste ein neues Spiel starten. Komplett den Part bis hierher habe ich euch jetzt mal spart, weil der wahrscheinlich nicht so spannend ist. So. Wir hacken uns erstmal in die Kiste wieder rein. So, und was ich jetzt gesehen habe an spannenden Dingen war folgendes. Und zwar hat er sich aus dem Personal Folder von diesem Penetrator-Projekt die ID genommen. Das ist die 4991. Ist dann raus, hat diesen an. Ne, warte, er hat die. SCP Penetrator. Den hat er sich noch kopiert, warum auch immer. So. Und hat dann alles hier draußen gelöscht. So. Hat seine Logs gelöscht. Und hat dann die Mail beantwortet. Und jetzt bin ich mal gespannt, weil sich mir absolut nicht erschließt, wie er das inhaltlich rekonstruiert hat. Zack. Tatsächlich. Und dann funktioniert's. Also ganz ehrlich, fragt mich nicht. Ich weiß es nicht. Also da steht nichts davon, dass man die anderen Dateien löschen soll. Keine Ahnung, entweder ist was buggy in der Mission oder so, ich weiß es nicht. Aber das ist auf jeden Fall die Lösung, wie man es schafft. Ja, wir haben hier auf jeden Fall die Bestätigung, dass man die, dass wir die, den Vertrag geschafft haben. Und wir haben jetzt ein Ranking von 80 von 100. Keine Ahnung, ob das gut oder schlecht ist. Auf jeden Fall haben wir so eine Lösung für den Vertrag, für XC Project, was ich mittlerweile echt glaube, was irgendwie eine Alien-Firma ist, so XCOM-mäßig.
Und damit können wir jetzt mit den anderen Contracts weitermachen. Ich würde sagen, wir gucken mal in die Contract Database, wenn ich sie noch finde. Da ist sie. Was wir als nächstes machen wollen. Und ich denke mal. A well-meaning client needs some of his data from a game server deleted to regain productivity. Na, das probieren wir mal aus. Mal gucken, was das macht. Point-Clicker, so. No one office of staff is capable of fixing the issue for me. Also er braucht Hilfe, weil seine inkompetenten Angestellten das nicht können. Also sein Username ist Mengsk. Mengsk. Okay, er möchte, dass wir sein Safe-File zerstören. Alles klar. Das kriegen wir hin, würde ich sagen. Wir probieren es zumindest mal aus. Okay, go. Click me. Click me. Okay, das ist wohl Point-Clicker. Keine Ahnung, irgendein lustiges Spiel nehme ich an. Ja, lustig. So, Exit. Schauen wir mal, was Point-Clicker so kann oder nicht kann. Keine Firewall, okay. Das ist gut. FTP Bounce auf Port. Wo ist er? 21. Insufficient Memory. Ja gut, da sollen wir vielleicht mal drei, vier Sachen hier zumachen. So, immer noch. Okay, wir sollten aufhören, so unglaublich viele Notizen mit uns rumzuschleppen. Dann klappt es wahrscheinlich auch mit dem Hacken. Tak, 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 tak. Na komm. Also der FTP-Hack ist schon reichlich langsam, muss ich der Fairness halber sagen. Der ist echt anstrengend. Okay, den haben wir. Dann SSH-Crack auf Port 22. Zack, 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 zack. Und voilà. Dann müssten wir jetzt drin sein. Okay, wir sind drin. Dann schauen wir mal. Point-Clicker, das sieht doch aus wie das Spiel. Saves. Oh, das ist ja einfach. Vielleicht lesen wir vorher noch die README-Datei, oder? Important README. Never delete or rename config.ini. It is system critical. Removing it causes instance. Okay, die config.ini sollen wir nicht anfassen. Aber trotzdem, jetzt muss ich aufs Prinzip reingucken. Okay, alles klar. Dann sind es im Prinzip die Saves. Ich würde sagen, weil ich gut zu unserem Kunden bin, machen wir jetzt mal eine Kopie seines Safe Games. Nicht, dass er sich's nachher noch anders überlegt, ne? Und dann löschen wir das mal. So. Dann verkrümeln wir uns hier gleich noch, nachdem wir die Logs gelöscht haben. Und meiner persönlichen Meinung nach sollte das ja hoffentlich seine Wünsche erfüllen, wenn ich seine E-Mail richtig verstanden habe. Und er kann jetzt seinen Rekord erneut aufstellen. So. Haha, contract successful. Okay, your current ranking is 60 of 100. Ah, okay, das zählt also runter. Das heißt, wir haben mit jedem Auftrag 20 besser. Mal gucken, irgendwann passiert sicherlich was. Aber was dann passiert, das probieren wir das nächste Mal aus. Weil wir haben jetzt zwei erfolgreiche Verträge beendet. Und im nächsten Video machen wir dann die restlichen Verträge durch und gucken mal, was Spannendes passiert. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.